Mr. und Mrs. Smith kehren zurück. Das Ehepaar, das als Auftragsmörder arbeitet, kommt als Serienadaption nächstes Jahr auf Amazon Prime. Die Hauptrollen übernehmen Phoebe Waller-Bridge und Donald Glover. Die gleichnamige Action-Liebeskomödie von Doug Liman aus dem Jahr 2005 mit Angelina Jolie und Brad Pitt spielte weltweit fast 500 Millionen US-Dollar. Glover stimmte mit einem kurzen Teaser-Video bei Instagram auf die für 2022 geplante Produktion ein. Im Stil der Silhouette bei der Change posieren Menschen in einem Türrahmen, verwenden eine Art Rotlichtfilter, um so ein Bild einer schwarzen Silhouette vor einem roten Hintergrund zu erstellen. Musikalisch unterlegt von Paul Ankers, Podio, Head on My Shoulder und Doja Cat's Street. Empfohlener redaktioneller Inhalt: an dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt: ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt: mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Grammy-Preisträger Donald Glover Redbone, auch unter dem Künstlernamen Childish Gambino bekannt, ist Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor der Hip-Hop-Serie Atlin. Phoebe Waller-Bridge machte als Autorin und Hauptdarstellerin der Comedy-Serie Fleabag über das komplizierte Liebes- und Familienleben einer Londonerin Furore und adaptierte die Agenten-Thriller-Serie. Das preisgekrönte Duo übernimmt in der Serienfassung von Mr. und Mrs. Smith nicht nur die Hauptrollen. Glover und Waller-Bridge wirken auch als Serienschöpfer und Produzenten. Francesca Sloan-Fargo wird als Showrunner empfohlen. Redaktioneller Inhalt: an dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt: ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt: mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Glover und Waller-Bridge waren bereits 2018 gemeinsam in Solo: A Star Wars Story als Lando Calrissian sowie L3 bis 37 zu sehen. Seitdem sind beide auch befreundet. 2019 teilte Glover seine Bewunderung für Waller-Bridge, als er die Laudatio auf die Kollegin beim britischen Filmpreis Icon, der